Moonboon hier. Herzlich willkommen bei einem weiteren Video meiner Im Visier-Reihe. Und heute nehmen wir ins Visier Global Agenda, Free Agent. Warum nehmen wir gerade das ins Visier? Ganz einfach, weil es seit einer Weile jetzt auf Steam Free to Play ist. Das heißt, man kann es einfach kostenlos downloaden, man kann es kostenlos zocken und es ist ein Multiplayer, ein MMO, Online-Multiplayer FPS-Game, wenn ich das richtig gesehen habe bisher. Und ich habe mir mal ein Medic angefangen, ich zeige euch gerade mal, was man noch machen kann. Aber vorher muss ich mal noch auf die Uhr gucken, nicht damit das hier wieder ein 1000-Stunden-Video wird. Ihr habt ja auch noch was anderes vor. Und meine Uhr geht gerade nicht, so wie es aussieht. Hallo? Okay, egal. Also, wir haben vier Klassen, so wie ich das hier sehe. Und zwar einmal Assault. Assault, ein Heavy Weapon Specialist, also spezialisiert auf schwere Waffen. Hat AOE-Effekte, hat Shields, also kann eine Tankrolle übernehmen mit seinem Schutz quasi und so weiter. Dann haben wir den Recon. Recon erinnert ein bisschen an den Schurken aus WoW. Stealth, Sniping oder Backstabbing. Das heißt eben Sniper oder hinterrücks angreifen oder eben im Verstohlenen bleiben. Ist auch eine ganz schnelle Lightning Fast. Eine ganz schnelle Klasse. Dann haben wir hier den Robotics. Robotics ist, denke ich, so die Standard-Variante. Most diverse selection of devices, making every encounter a simple matter of choosing the right tool for the job. Also so ein Allrounder. Und na, guter Letzt noch den Medic. Den Medic habe ich mir ausgesucht, weil ihr wisst ja, ich spiele gerne den Heiler. Medic hat eben die Funktion zu heilen, dann kann er ein bisschen mit Giften umgehen und hat eben auch so Grundwaffen. Und es gibt auch eine kleine Charakter-Customization. Wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, ist auch bums egal, wir nehmen mal irgendjemand. Man kann sich so einen Kopf aussuchen. Und wenn man das dann gemacht hat, klickt man auf Next und dann kann man eben die ganzen Sachen anpassen. Ich finde, die Leute sehen nicht wirklich toll aus. Also egal, wie viel man dran rumbastelt. Ich habe an meinem Medic, den ich mir hier erstellt habe, habe ich ewig rumgebastelt. Ich wollte eine hübsche, geile Blondine. Ich habe es einfach nicht geschafft, dass sie gut aussieht. Jetzt habe ich gedacht, mach dir halt so eine Fresse und weiße Haare. Warum nicht weiße Haare? Und wir steigen mal ein. Ich bin schon Level 5. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt schon groß in der Welt rumgereist bin, sondern Level 1 bis 5 besteht aus einem Singleplayer-Tutorial, wo man eben eingeführt wird in das Spiel, wo man die Tasten kennenlernt und so weiter und so fort. Und ja, also ihr seht schon den Aufbau vom Bildschirm. Unten links haben wir unsere Hotkeys, die wir in der Stadt hier nicht verwenden können, leider Gottes. Unten rechts haben wir die Minimap mit verschiedenen Punkten, Zielen und so weiter. Rechts am Bildschirmrand haben wir wie in World of Warcraft auch den Quest-Tracker. Und wenn man auf L drückt, kommt man auch ins Quest-Log, genau wie bei World of Warcraft. Oben rechts haben wir die Info über unseren Agenten, wo wir uns befinden, wie viel Credits, also die Währung, sprich Gold oder so weiter. Wir haben Tokens. Tokens bekommt man, wenn man in Dungeons geht und so weiter. Und Agenda Points. Das sind, denke ich, sowas wie Ehrenpunkte für PvP. Links oben haben wir die Übersicht über den Namen. Direkt unterm Namen das kleine blaue ist der Erfahrungsbalken, 50 von 1000. Darunter natürlich der Lebensbalken. Und darunter der Energiebalken. Der Energiebalken ist ganz wichtig, denn darüber wird alles gesteuert. Doch dazu nachher mehr. Und natürlich den Chat. So, jetzt befinden wir uns in Dome City. Wir sind gerade angekommen. Ein bisschen zu der Geschichte. Wir leben in der Welt nach dem Dritten Weltkrieg. Und die Menschheit hat zwar den Dritten Weltkrieg überlebt, aber nicht die Freiheit, so hieß es im Intro. Die ganze Welt wird regiert von einer Regierung, die sich das Commonwealth nennt. Wow, das sieht ja stylisch aus hier. Und wir wurden vom Commonwealth erschaffen. Wir sind so ein Agent, den sie eigentlich zur Kontrolle eben der Menschen und so weiter einsetzen wollten. Aber wir wurden befreit von einem Trupp hier von Dome City, von solchen freien Agenten.
Und wir sind, ich denke, also sowas wie Rebellen gegen das Commonwealth, wenn ich das richtig, wow, richtig gedeutet habe. Und wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Das hier ist Ava, Ava Lockhart. Sie ist irgendwie die Anführerin, kann ganz viele tolle Sachen auf einmal und so weiter. Und wir sprechen mal mit ihr. Und man sieht schon, ich habe eine Quest erledigt, die kann ich bei ihr abgeben und ich habe noch eine Quest übrig. Jetzt geben wir erstmal die Quest ab. Und ihr seht hier schon, dass jedes Free-to-Play-Game einen Haken hat. Und zwar kann man jetzt hier die Questbelohnung von 520 Erfahrungspunkten absahnen. Wenn man aber einen Elite-Account kaufen würde für dieses Spiel, dann würde man jetzt noch einen Booster kriegen von 260 XP und noch einen Elite-Agent. 260 XP, ne, halt den Booster nicht, das ist Schwachsinn, vergesst, was ich gesagt habe. Aber hier vor Elite-Agents würde man quasi nochmal die Hälfte davon drauf bekommen. Also damit steigt man eben schneller an im Level und so weiter. Ich habe jetzt nicht geschaut, was es Elite kostet. Will ich auch gar nicht, weil das Game ist free to play. Warum soll ich was dafür bezahlen? Und wir bekommen eine neue Quest. Speak with Dr. Simon LaRange. Und wir bekommen dafür eine Brust. So, als Moment. Du hast nochmal ein Ausrufezeichen. Du hast bestimmt noch eine Quest. Medium Security. Next. Win 3 Medium Security Special Ops Missions. Ah, okay, alles klar. Genau, das kann ich euch auch noch erzählen. wenn man hier M drückt, dann hat man hier die Auswahl für Missionen. Und ich vergleiche jetzt der Einfachheit halt, der Einfachheit halber mal mit World of Warcraft. Man hat Special Ops Einsätze. Special Ops ist sowas wie eine 5er Instanz in World of Warcraft. Also man kann ein Team machen und sich da anmelden und je nach Schwierigkeitsgrad, den man hier aussucht, kann man eben verschiedene Missionen zusammen machen, wie eine 5er-Ini. Und man kann das aber auch solo machen. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, finde ich. Das gibt es in World of Warcraft nicht, dass man Solo-Instanzen machen kann. Und ich finde es eigentlich eine ganz lustige Sache, gerade wenn man keinen Bock hat auf Noobies oder andere Idioten oder wenn es schnell gehen soll und man keine Gruppe suchen will oder wie oder was, dann ist Solo, denke ich, genau das Richtige. Dann gibt es noch Mercenary. Mercenary ist einfach sowas wie Battlegrounds in World of Warcraft. Man hat PvP, 10 gegen 10, und kann sich hier verschiedene Spielmodi aussuchen. Also, das heißt jetzt hier alles komisch, aber dahinter verbirgt sich auch wieder Capture the Flag oder Basen einnehmen wie Marathi-Becken oder solche Sachen. Also, kein großer Unterschied. Wir haben 5er Inis, wir haben hier PvP, wir haben Raids, Somoran Raid, der in 60 Minuten aktiv wird. Ich weiß nicht, warum das hier zeitlich gesteuert ist, aber genauso ist mit der Arena, Timed Arena. Und ihr seht auch hier oben, dass die Special Ops, also die 5er Inis, dass die auch zeitlich, was passiert denn jetzt, wenn die Zeit abgelaufen ist? 2, 1, nix, okay. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und dann gibt es hier noch einen 5. Game-Modi, der heißt Ava. Jedoch bin ich mir noch nicht ganz sicher, was hier abgeht. Das muss ich mal noch rausfinden. Ist aber auch jetzt nicht so wichtig für einen kurzen Überblick. Man kann hier oben irgendwie Server auswählen. EU Rampart oder EU Echelon. Ich weiß nicht genau, was hier abgeht. Und die Felder hier bei Echelon sind alle unkontrolliert. Man sieht bei Rampart, da, also es sieht für mich fast aus, als wären das verschiedene Gilden, die dann irgendwie hier um die einzelnen Felder kämpfen. Aber nehmt da nicht mein Wort drauf, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und ich hoffe, dass wir mal aus der Stadt hier rauskommen, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Yeah, Chest Armor. Finish. Take your scan data to whatever. A matter of skill. Access to neural programming station. Ach so, ja genau. Kann ich euch auch noch sagen. Wow, was bist du? Ah, okay. Da braucht man aber nicht an so ein Ding hier hin. Ach, das war eine Quest. Lol. A matter of skill. Jetzt habe ich es kapiert. Und dafür gibt es 300 Erfahrungspunkte. Man kann auch einfach N drücken, wie in World of Warcraft. Nee, kann man nicht. Man kann hier Escape und dann, ey, wo ist denn hin? Das hatte ich doch vorher. Ist egal. Dann gehen wir halt wieder hier hin.
Ihr seht eben, wie in WoW auch, gibt es hier die Skills. Drei Skillbäume, Poison, Healer oder Balanced, wo man sich dann schön Punkte verteilen kann. Ich habe 0 von 1 Punkt, also ich kann im Moment noch nichts verteilen. Ist auch wieder eine Wissenschaft für sich, kann man sich ja dann mal angucken, wenn man Interesse hat an dem Spiel. Es gibt den Equipment Screen, was hier ganz praktisch ist. Man klickt auf den Slot, den man equippen will, wie zum Beispiel Nahkampfwaffe, Ranged Waffe, Special Waffe, Offhands, Offhand, Offhand oder Jetpack und so weiter. Und bekommt dann vorgeschlagen, was man im Inventar hat, also was man auf diesen Slot legen könnte. Wenn wir zum Beispiel zu der Brust-Armor gehen, genau, dann haben wir jetzt hier die Armor, die wir vorher bekommen haben, von als Questbelohnung. Und die ziehe ich jetzt an. So, habe ich sie jetzt an? Ja. Perfekt. Haben wir ein bisschen mehr Leben am Start. Darüber hinaus gibt es natürlich noch die Stats und Achievements und so weiter. Crafting Skills, also berufmäßig. Es gibt das Inventar. Wow. Okay. Und es gibt Achievements. Jedes Game braucht Achievements. So viel dazu. Jetzt gucken wir gerade mal, ob ich hier... Ich denke nicht, dass ich hier so schnell rauskomme. Vielleicht machen wir einfach mal ein Special Ops Solo. Und zwar Advanced oder Adept? Adept. Wie kann ich es starten? Wie kann ich es starten? Ach, es ist noch verschlossen. Es hat ja so ein Ding. Okay, warum ist es verschlossen? Team. Team wäre freigeschaltet, Medium. Hm. Weiß ich nicht. Okay, dann lassen wir das mal. Auf dem Teamspiel habe ich jetzt keinen Bock, solange ich noch nicht weiß, wie das Spiel richtig funktioniert. Wir versuchen mal hier unten zum Fragezeichen zu kommen. Oh. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so gut, dass wir hier runtergesprungen sind. Oder doch? Central Hub. Von hier aus müsste eigentlich überall hingehen. Ich würde euch wirklich mal gerne noch so ein bisschen Kampf oder sowas zeigen. Das war echt super im Tutorial. Ja, Find the Scientist outside Dome City. Na also. Outside Dome City. Ah, da geht's raus zu Norrin Desert. Auf in die Wüste. Yeah, what's up? Schauen wir uns das Ganze mal an. Loading. Was ich auch ein bisschen komisch finde, beim Tutorial muss man nach jedem Ladescreen muss man unten auf Close drücken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier auch noch so ist. Ne, ist nicht mehr. Wäre auch ein bisschen dämlich. So. Habe ich Sound? Ja, ich habe Sound. Also, hier sehen wir mich jetzt erstmal in voller Ausrüstung. Das ist die Standard-Healer-Suit, also Rüstung, wo ich da anhab. Man hat die Nahkampfwaffe. Und jede Waffe hat Primär- und Sekundärfunktion. Das heißt, Nahkampf kann ich einfach schlagen. Oder mit rechter Maustaste kann ich ein Schutzschild machen. Was ganz praktisch ist gegen Nahkampfangriffe. Oder eben, wenn man Kugeln abwehren will oder so weiter. Dann habe ich auf Slot 2 habe ich eine Fernkampfwaffe. Mit Fernkampfwaffen kann man ranzoomen als Sekundärfunktion. Oder man kann eben normal damit schießen auf Primärfunktion. Dann bei Slot 3 haben wir jetzt Special für den Healer. Und zwar ist es hier ein Heilstrahl. Mal gucken, ob wir das an ihm testen können. Damit kann ich andere Leute heilen und mich gleichzeitig auch aufladen. Oder eben mit einem stärkeren Beam, der das dann Ganze schneller macht, aber auch mehr Energie verbraucht. Und jetzt zu der Energie. Die Energie seht ihr rechts von meinem Fadenkreuz, das blaue, oder auch oben links. Woo, was macht er? Oder auch oben links. Und die Energie wird für alles verbraucht. Also man benutzt immer für alles diese Energie. Zum Beispiel Schild braucht Energie. Ihr seht, sie nimmt ab. Oder Jetpack braucht Energie, nimmt ab. Oder, keine Ahnung, wenn ich hier mit meiner normalen Waffe ballere, braucht Energie, nimmt ab. Und so weiter und so fort. Dann hat man auf Slot 5 habe ich ein Heal Over Time als Healer, als Medic. Das heilt mich so über die Zeit. Ihr seht oben jetzt den Buff und wie lange er läuft. Und das heilt mich jetzt auch schön. Dann habe ich eben Granate, eine Poison-Granate.
Die explodiert, verstreut Gift, ist eben gegen Gegner. Und ich habe eine Heal-Granate, die ist für meine Freunde. Die tut alles dispeln in diesem Radius und heilt die Leute. Und dann hat noch jeder Charakter auf R den Rest, also Ausruhen. Das heilt einem um sehr viel. Aber währenddessen wird keine Energie wieder hergestellt. Das heißt, wenn man hier auf null Energie ist oder so und im Kampf, dann sollte man sich besser Deckung suchen, bevor man das anwendet. So, jetzt befinden wir uns in Dunktown. Find a Chunker to vouch for you. Whatever das bedeuten mag. Das sind ja alles noch freundliche Freunde hier. Ja. Schade, schade, schade. Ich habe gedacht, ich kann euch ein bisschen Action zeigen. Welcome to Chunktown. One man's trash, jawohl. Oh, da gibt's eine neue Waffe. Kill 10 Colonial Drones. Nice, jetzt geht's ab. Another man's treasure. Oh, geil. Okay, jetzt drücken wir mal N für die Karte. Zeigt mir auch, wo ich hin muss. Jawohl. Es liegt. Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich das? Ja. Es liegt also direkt vor mir quasi. Ja, man sieht auch auf der Minimap oder hier den Stern. Ah, nice. Ihr seht auch, mit dem Jetpack kommt man extrem schnell voran. Es macht auch Spaß. Ich liebe Spiele mit Jetpack. So, was ganz cool ist bei diesem Kampfsystem, man sieht, mein Fadenkreuz wird jetzt rot, wenn ich über diese Drohne fahre, ja. Wenn ich den abballer, dann macht es dementsprechend viel Damage. Wenn aber jetzt jemand weiter weg ist, dann wird das Fadenkreuz entweder bleibt weiß, das heißt, er ist out of range, oder es wird gelb, das heißt, er ist auf mittlerer Entfernung. Die spawnen aber schnell wieder, oder wo kam denn der her? Genau, und so läuft das Ganze ab. Man kann leider während dem Fliegen nicht schießen. Oh, wir sind schon gut verwundet. Das heißt, wir benutzen jetzt mal unser Heal over Time. Wir werden geheilt. Gleichzeitig können wir aber auch weiterkämpfen. Und ja, ich denke, das gab jetzt mal einen ganz guten Überblick. Wir können mal noch in den Nahkampf gehen, wenn wir lustig sind. Wenn wir irgendwie jemanden finden. Nahkampf ist eigentlich ganz simpel. Man springt halt an die Gegner hin und drückt ein bisschen die linke Maustaste. Und man kann sich auch jederzeit dann wieder heilen. Also es ist im Prinzip echt nicht schwer. Es ist, ich weiß nicht, mir gefällt der Mix eben. Auch, dass man keine Munition braucht, sondern alles mit der Energie, dass man ein Jetpack hat. Und ich meine, guckt euch mal die Grafik an. Guckt euch mal die Sonneneffekte an. Klar, in die Weite ist ein bisschen verschwommen und es gibt nicht so viele Details hier, weil wir in der Wüste sind. Aber die Stadt war ja auch super und so weiter. Also, alles in allem würde ich sagen, für ein Free-to-Play-Game ist das ja echt erste Sahne. Wirklich. Die Steuerung ist gut, die Grafik ist gut, das Gameplay ist gut. Ich habe jetzt natürlich gerade erst angefangen. Ich kann es nicht sagen, wie abwechslungsreich die Quests in der Zukunft sein werden. Wie eine 5-Mann-Ini aussieht oder wie ein PvP-Schlachtfeld aussieht. Kann ich jetzt alles nicht sagen, aber schon allein die Möglichkeit, dass es das alles gibt für umsonst, ist, denke ich, wow, ein Lob wert. Oh, wir haben 10 von 10. Okay. You defeated Colonial Drone. Okay, und damit würde ich sagen, wir schließen das im Visier-Video ab. Ich habe euch einen kleinen Überblick gegeben. Das Spiel gibt es momentan auf Steam für umsonst zum Runterladen. Einfach so, gegen nix. Es hat 10 GB, also falls es euch runterladet, macht es über Nacht oder weiß nicht, wenn ihr eine schnelle Leitung habt, auch irgendwie tagsüber, mir bums. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte einen Daumen nach oben für die Arbeit, die ich mir hier gemacht habe. Und auch nette Kommentare oder überhaupt Kommentare zu einem Spiel, was denkt ihr darüber, sind immer gern gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Video meiner Im-Visier-Reihe. Ich bin Moonboon und ich bin raus.
Ciao, ciao.